So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmers Life. Ich habe jetzt gleich mal die Nacht übersprungen und ein bisschen geschlafen. Wir hatten ja, glaube ich, nichts mehr auf dem Herd, nein. Und wir haben nicht mehr viel Fleisch, muss man sagen. Und davon haben wir jetzt ein bisschen was von dem Geflügelfleisch. Aber wir müssen echt mal gucken, dass die Ernte jetzt gut läuft, dass wir ein paar Sachen hinkriegen. Und wir brauchen auf jeden Fall... Warte mal, die Brühe. Wir könnten eigentlich jetzt mal in der Früh einfach mal eine Brühe nehmen. Dann sollten wir eigentlich alles gut abgedeckt haben. Und haben wieder ein Glas frei. Wir müssen auf jeden Fall unsere Hacken reparieren. Und die Sense, das ist schon mal wichtig. Wie sieht denn das hier aus? Sieht echt cool aus eigentlich. Auch hier diese Blümchen, wo hier wachsen. Also dieses Unkraut sieht eigentlich auch ganz witzig aus. Muss man echt sagen. Das kommt überall wieder. Gell? Egal, wo wir mähen, kommt das ganze Zeug wieder. Aber ist ja nicht so dramatisch. Können wir eigentlich diesen Bock hier auch nutzen? Nö. Ich hab schon gedacht, wir könnten da vielleicht einen Holzstamm raufwerfen. Wir haben ja noch hier einen rumliegen. Warte mal, doch, den kann ich sogar nehmen. Dann tragen wir den doch einfach mal dahin und gucken, was passiert. Aber ich glaube, es ist nur optisch gesehen, dass man es da einfach zwischenlagern kann. Auf jeden Fall steht die Ernte jetzt schon mal an erster Stelle. Dann, wie gesagt, wir müssen reparieren. Und vor allem müssen wir den Bär jagen. Aber es ist ja schon wieder so widerliches Wetter. So diesig. Und ich habe keine Lust, dass wir wieder weggehen und ihr wieder bloß die ganze Zeit Sturm seht. Das muss ja echt nicht sein. Okay, die passen nicht mehr ganz da drauf, aber okay. Liegt auf jeden Fall schon mal da. Eieiei, unser Schweinilein. Warte mal, wo haben wir denn unsere Hacke? Ich weiß auch nicht, warum ich das ganze Werkzeug eigentlich hier drin habe. Könnte man eigentlich auch draußen lagern. Aber dann gucken wir mal, wo unser Schweinebär schon wieder unterwegs war. Bist du etwa hier auf dem Feld, du Sack? Wie sieht denn das eigentlich aus? Tabak 26. Erbsen auch 26. Kohl auch 26. Weizen 76. Gut, da müsste man natürlich auch noch mähen hier hinten. Flauschi, du bist ein Schwein. Kackst überall hin. Kack doch einfach mal an eine Stelle. Es wäre sehr freundlich von dir. Ich hoffe nur, dass er niemals hier reinkackt. Sonst wäre die sauer. Danke schon, dass die Hühner die ganze Zeit hier drin sind. Die kriegen jetzt dann auch irgendwann mal ein Gehege, sobald wir bauen können. Brauchen wir wieder Futter für die Hühner. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Punkt für sich. Komm, wir machen auf. Da kann sie auf beide Seiten raus. Gut. Dann machen wir uns jetzt wirklich auf den Weg. Wir gehen jetzt erstmal ins Dorf zum Reparieren. Holen Futter. Oder können wir noch was anderes machen gerade? Ja gut, das Gras, das müssen wir dann... Warte mal, wir könnten ja mal ein bisschen was mitnehmen. Warte mal, 70 war jetzt zu viel. Dann schmeißen wir doch einfach nochmal 10 raus. Ah, ne, 10 bitte. 10 raus. Das reicht erstmal. Schauen wir auch mal, dass wir unsere Brechstange das alles wieder reparieren. Dann gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Warte mal. Wir schauen jetzt aber nochmal durch, was wir noch machen können. Den Bär brauchen wir noch. Wir brauchen frische Milch. Brauchen Granaten. Kiste, die finden wir sowieso noch nicht. Ja, dafür brauchen wir noch eine Birne, das ist noch schwierig. Und die Kippen, ja, ist auch noch schwierig.
Wir werden schon sehen, ob, was wir schaffen oder nicht. So, als allererstes werden wir mal handeln, wir zwei. Dann kriegst du es mal von mir ein bisschen Futter. Haben wir 70. Ja, okay, es geht. Ist jetzt nicht die wahre Pracht, aber okay. Wir werden auf jeden Fall 30 mal Futter mitnehmen. Und bei dir kriege ich wahrscheinlich immer noch nichts, oder? Naja, klar. Welcher Hund? Und mit dir, da könnte ich ja mal ein paar Sachen reparieren lassen. Die ist wieder ganz. Die lassen wir auch mal reparieren. Brechstange ist ganz, der macht das anscheinend nichts aus. Okay. Dann ist das schon mal gut. Wo ist aber heute kein Problem, oder? Nee, gut. Wo kriegen wir denn jetzt am besten eine Glühbirne her? Das ist halt jetzt wieder so ein Punkt für sich, gell? Das Futter haben wir auf jeden Fall in der Tasche. Da haben wir letztes Mal alles rausgenommen, hoffe ich. Aus dem hier auch. Warte mal, wir schauen jetzt nochmal schnell an den Panzer. Ich glaube aber auch, dass wir den hatten. Ja. Dann laufen wir mal da hoch. Da steht nämlich auch noch einer. Einfach mal auf gut Glück ein bisschen rumsuchen, ob wir das passende Zeug finden. Ich sag mal so, wo geht jetzt der Weg hier eigentlich hin? Das ist der Querweg und das ist der Weg, wo hoch geht zur Anna. Okay. Oh, da sind noch ein paar Bärchen, die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Und wir müssen noch immer noch, glaube ich, ein Wildschwein töten. Auspuffmunition. Warte mal. Das hat jetzt nicht viel geholfen. Ist auch nicht viel. Ach komm, jetzt hat. Hauptsache ist nicht überladen. Dann riskiere ich auch mal ein paar Eier. Aber müssen wir jetzt wirklich noch eine Dings holen? Affe auf Bestellung, Bär. Nö, die haben wir gar nicht mehr, das Ding. Also das Wildschwein und so muss man nichts mehr machen, okay. Dann habe ich das bloß noch die ganze Zeit falsch im Kopf gehabt. Dann müssen wir nur noch für uns jagen eigentlich. Aber egal, was ich jetzt mitnehme, ist ja eh zu viel. Mich jetzt interessieren. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Können wir auch nicht mehr mitnehmen. So, einfach verkonsumiert, obwohl wir es nicht brauchen. Und werden jetzt den Heimweg antreten, dass wir unsere Tiere füttern können. Schon mal der wichtige Punkt. Werden wir das ganze Zeug auf jeden Fall aufheben. Wie viel Zeit ist jetzt eigentlich vergangen? 23 Stunden. Okay. Das müssen wir halt wirklich ein bisschen im Auge behalten. Butter rein, bitte. Butter rein. Die Eier nehmen wir auch gleich mit hier. Wie
sieht es beim Schwein aus? Oh, Schwein hat auch Hunger. Kommst du schon, ne? Blauschilein. So, haben wir wieder ein bisschen Futter auf Reserve. Wir haben wieder einen Auspuff auf Reserve. Der Rest muss eigentlich, warte mal, die Sense können wir erstmal hier reinpacken. Die Hake können wir erstmal hier reinpacken. Die Schaufel. Die zwei lassen wir mal am Mann. Genau. Der Rest kommt innen rein. Warte mal. Du hast jetzt nur gegrunzt, weil du an mir vorbei wolltest, oder Flauschi? Ich glaube schon. Weil es ja mal geheißen hat, wenn der Schwein quietscht, willst du mir was zeigen? Falscher Schrank. So, noch ein paar Eier hier zurück. Boah, schon 85 Eier, die sollten wir wirklich bald mal verkaufen. Die zwei lassen wir mal so in der Tasche. So viel. Lassen mal 5-mal Munition, ach 6-mal Munition hier. Und schnappen uns mal das Fahrrad. Und dann geht's erstmal Richtung Sägewerk. Obwohl, wir können eigentlich direkt selber rausfahren. Komm. Gib mir mein Fahrrad bitte. Danke. Ja, aber es ist wieder so neblig, gell? Na komm, dann nehmen wir jetzt die Gefahr hin. Und hoffen mal, dass es jetzt nicht gleich wieder so ein Unwetter gibt. Und wir müssen jetzt normalerweise bis zu dem Haus und dann können wir da rumschleichen. Da müsste da auch irgendwo der Bär sein. Ich würde auch sagen, wir lassen das Fahrrad am Haus stehen. Beziehungsweise hier auf der Straße, da finden wir es wenigstens wieder. Ich hoffe natürlich, dass uns der Bär nicht tötet. Ich hoffe es. So, in welche Richtung ist jetzt der Bär? Der ist eigentlich genau an der Waldkante hier drüben entlang. Werden wir jetzt erstmal noch mal gucken, ob wir hier letztes Mal alles mitgenommen haben. Okay, nein, haben wir natürlich nicht. Und wir haben die Granaten gefunden, das ist ja schon mal vorteilhaft. Ist das Gewehr geladen? Ja. Wir müssen normalerweise hier in der richtigen Richtung sein. Jo. Aber eigentlich habe ich gar keine Lust, mich mit den Bären anzulegen. Wir haben es ja gesehen, wie das letztes Mal war. Und da oben ist er schon, der Sack. Oh, wir haben ihn getroffen. Wo ist er denn? Hey, warte mal, wo ist er hin? Ich warte nicht nur darauf, dass er jetzt direkt auf mich zusprintet. Da ist er. Drei Schuss, vier Schuss. Okay, aber der Bär ist verbuggt. Manchmal treffe ich ihn auch gar nicht.
Jetzt ist er weg. Müssen wir den Bär nicht nur töten, oder? Bärenfell. Ich will es vor Ort ausnehmen. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn das machen? Boah. Das ist jetzt eine üble Kiste. Wenn ich jetzt zu meinem Fahrrad kommen würde, und zwar schnell, wäre das ja kein Problem. Ich kann ja die Sachen hier hinschmeißen. Dann machen wir das jetzt so. Wir laufen jetzt hier ein Stückchen vor. Und werden dann hier schon mal das Fleisch und den Kraftstoff hinwerfen. Heißt ja immer so schön, ein Bär kommt nicht allein, oder? So, da ist jetzt mal das Ding. So, der Sack kommt auch gleich da dazu. Der wiegt halt ein Schweineding, der Bär. Die Dinger lasse ich auf jeden Fall nicht da. Maximal den Auspuff lege ich da vielleicht noch mit dazu. Kann ich das hier nicht hinstellen? Müssen wir echt so langsam runterlaufen. Ach nee, Leute. Das ist jetzt nicht geil. Aber überhaupt nicht. Weil der Bär ist jetzt das Schwere. Wir bräuchten da mal einen Wagen oder sowas. Wir hätten einfach mit dem Fahrrad hier weiter hochfahren sollen. Das ist doof. Klar, wir haben jetzt den Bären erlegt. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt für uns. Aber das jetzt hier runtertragen... Das ist jetzt natürlich blöd. Boah, ist bloß ein Reh da drüben. Ich habe gerade gedacht, im Augenblick sehe ich nochmal einen Bär. Das wäre nämlich jetzt schwierig mit weglaufen. Das hilft ja nichts. Wir müssen jetzt einfach durch. Da muss Kasimir jetzt durch, den da runter zu schleppen, bis unser Fahrrad kommt. Und wir leider auch. Aber wir merken es jetzt. Wenn, falls wir nochmal was mit einem Bär machen, wir nehmen Minimum unser Fahrrad mit hoch. Weil dann wird es, glaube ich, wurscht sein, weil dann sind wir wenig schneller unterwegs. Hoffe ich zumindest. Das werden wir auch gleich rausfinden. Wir könnten allerdings... Wartet mal. Ja, komplett bekloppt, ja? Wir holen mal das Fahrrad schnell. Warte mal. Ich auch vorher drauf kommen, dass ich gleich alles wegwerfe und dann erst Fahrrad hole. Dann können wir nämlich auch oben das Zeug gleich mitnehmen. Aber auf die leichtesten Sachen kommt man natürlich nicht. Oder zumindest nicht gleich. Hat ja natürlich wieder mal ein bisschen gedauert. So, dann geht's mal ab da hoch. Können wir das eigentlich Bärenjagd mit dem Rad nennen, wenn das jetzt funktioniert? Voilà, da war ein Stein. Wir fahren aber erst schnell hoch und holen das andere Zeug. Und dann beim Runterweg nehmen wir das Bärchen mit. Aber wir sehen schon, er kämpft natürlich auch bergauf. Aber das ist immerhin so noch schneller, als wie wir gerade hier runtergeschlichen sind.
So. Fleisch ist Mangelware, das lasse ich hier ungern wirklich liegen. Hey, warte mal, wo habe ich denn das hingeschmissen? Nach da hinten was? Voilà. Nehmen wir mit. Den nehmen wir natürlich auch mit. Verarscht mich gerade, oder? Den blöden Bär hier. Schnappt ihr das Fahrrad und wir verkrümeln uns hier. Würde eigentlich noch ein Foto machen, aber. Was rennt hier rum? Bist du ein Bär? Bist du hundertprozentig ein Bär? So. Dann nenne ich auf jeden Fall die Folge wirklich Bärenjagd mit dem Rad. Ja. Aber wir merken, auch beim Radfahren ist es ein bisschen schwieriger mit so viel Gewicht. Aber es geht deutlich schneller, wie wenn wir gelaufen wären. Hast du schon mal gesehen, das funktioniert. Da könnte man eigentlich auch so mit dem Rad den anderen Bären oben holen, wo wir bei der alten Kirche liegen lassen haben, falls er da noch ist. Oh, oh, oh. Jetzt kommt eine kleine Steigung. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ja, komm, dreht rein. Kasimir, das geht schon. Wir müssen nur zur Brücke. Wir sind gleich zu Hause. Keine Angst. Ich finde das auch geil, wie sie das in dem Spiel eigentlich hingekriegt haben, dass man voll mit Kasimir eigentlich mitfiebert. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei mir ist es so. Ja, komm, ab. Kleines Stückchen noch. Ganz kleines Stückchen. So ist gut. Wir sind gleich am Tor. Gleich am Tor. Oh, die letzten paar Meter werden anscheinend sehr schwierig gerade. So, machen wir auf das Ding. Oh. Oh. Anfahren ist schwierig. Da sind wir doch jetzt beim Laufen schneller. Lassen wir das Fahrrad mal kurz vorne draußen stehen. Keiner abhaut. Aber da haben wir uns doch die schlimmste Strapaze eigentlich erspart. Jetzt müssen wir nur noch zur Scheune kommen. Unseren Hühnern geht es hier anscheinend auch gut. Aber ich finde immer noch schade, dass wir den Hänger da hinten nicht anhängen können. Oder vielleicht geht's ja, bloß hab's ich irgendwie falsch gemacht. Das werde er mir bestimmt schon reingeschrieben haben, aber das Problem ist, ich sehe das natürlich jetzt erst relativ spät, weil ich momentan voll gehypt bin von dem Spiel und eigentlich jetzt das bis heute, was ist denn heute, glaube ich, Folge 17 ist das normalerweise. Habe ich das jetzt innerhalb von 3 Tagen hintereinander aufgenommen. Also das ist schon beachtlich, dass mich mal wieder ein Spiel so fesselt. Und ich sage auch, man muss, wenn man Bock drauf hat, muss man ein Spiel einfach spielen und das durchaufnehmen. Es bringt mehr, als wenn ich sage, ich nehme jetzt pro Woche eine Folge auf oder zwei. Dann ist es eigentlich immer aus dem Kontext rausgerissen. Und das finde ich persönlich nicht so schön. Aber ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, wie es ihr besser findet. Klar, ich kann dadurch halt wesentlich später auf eure Kommentare eingehen, aber sie sind nicht vergeblich, das muss man auch sagen. Denn man lernt auf jeden Fall immer wieder was dazu. Und wie gesagt, das Spiel ist im Early Access. Das wird jetzt, denke ich, nicht die letzte Staffel sein, was wir hier machen. So, Bärchi. Da ist aber noch genug Fleisch drin. Ja, gut, jetzt könnte man den natürlich auch wieder mitnehmen. Oh, oh.
Wie sieht denn das gerade aus mit unserem Gemüse? Okay, der hat noch 12 Stunden. Der hat noch 27 Stunden. Hallo Hahn. sechsundsechzig Stunden, 16 Stunden, 66, 16. Gut, das hält sich alles noch und es regnet jetzt nochmal. Ich glaube, das könnte ganz gut sein für unsere Ernte. Jetzt gucken wir mal, was müssen wir dem eigentlich jetzt alles mit runterbringen? Eigentlich nur das Bärenfell, oder? Töte den Bär, zieh den. Okay, dann können wir eigentlich den Rest behalten. Also haben wir wieder einen guten Fleischvorrat hier. Wir haben die Granaten. 1, 2, 3. Den Auspuff und den Sprit können wir eigentlich wieder rüberwerfen. Was wir jetzt allerdings noch nicht haben, ist leider die Glühbirne. Und das ist jetzt schon so ein Punkt, das nervt mich ein bisschen. Aber gut. Werden wir auch noch finden mit der Zeit. Da habe ich jetzt keine Bedenken. Müssen noch mal gucken, ob wir so Auspuff und sowas verkaufen können. Oder ob das sinnvoller ist, aufzuheben. Sollen wir jetzt da gleich noch rübergehen zu denen? Denen die Granaten geben oder. Wie sieht eigentlich das mit der Temperatur aktuell aus? 28 Grad, das passt eigentlich. Wie spät ist es denn? Warte mal. 18:48. Nee, komm, wir schlafen erst eine Runde, oder? Aber Kasimir kriegt jetzt noch was zu trinken. Dass wir natürlich wieder vollgetankt reinstarten können. Wir haben noch ein hart gekochtes Ei. Das hilft ihm auch schon mal gut. Dann Türe zu. Und eine Runde schlafen. Und damit würde ich auch sagen, sind wir am Ende dieser Folge. Ja, sie war eigentlich recht interessant, muss ich sagen. Auch das mit dem Bärenjagen. Gut, dass der Bär jetzt natürlich so still dagestanden ist, war jetzt ein bisschen langweilig. Wir kennen es ja vom ersten Bären. Die können ganz angriffslustig sein eigentlich. Und dass ich dann erst danach drauf gekommen bin, dass wir vielleicht das Fahrrad holen, dass wir damit schneller unterwegs sein können. War ein bisschen spät, aber sie kam zum Glück noch. Und damit konnten wir ja die Bärenjagd erfolgreich abschließen. Und sind schon mal ein Stückchen weitergekommen. Und in der nächsten Folge haben wir natürlich jetzt, ich denke mal, die Ernte mit auf dem Plan. Wir müssen zu den Brüdern hoch, ans Sägewerk, denen die Granaten bringen. Hoffe, wir kriegen auch was dafür, nicht bloß wieder 10 Brennholz. Weil die Granaten, die bringen uns 600, also. Ja, mal gucken. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob wir vielleicht noch eine Glühbirne oder was finden. Wir können uns bei den Brüdern ja mal umgucken. Noch einen Panzer gibt oder was? Oder vielleicht auch einen Bunker, wo wir eventuell was finden. Wir durchstromern einfach mal ein bisschen die Gegend. Gut, aber damit euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Ciao, ciao. Perfect. Perfect. Perfect.